So, da werden wir wieder willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Flife mit einer Wegfolge und einer verdammt positiven Einstellung. Naja, mal gucken. Aber auf jeden Fall haben wir wieder einige Set-Teile vor uns und hoffen natürlich darauf, dass wir... Letztes Mal hatten wir richtig gute Erweckungen in der letzten Folge. Das Problem war nur, dass die teilweise negativ waren und wie hier zum Beispiel minus 29 STR. Ja, und teilweise einfach nicht die perfekten Items. 16 Crit Damage, okay. Es fängt auf jeden Fall schon mal gut an von den Werten. Ich meine, 16 Crit Damage ist jetzt nicht die Welt, aber es ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Und abgesehen davon erwecken wir quasi fast nie 16 Crit Damage. Das ist schon extrem selten. 29 STR ist auch alles andere schlecht. Hier mal 7, ja, das kann man mal nehmen. 7 Crit Damage und 5 Geschwindigkeit. Der Helm ist schade, der wäre richtig gut für einen Anfänger, ein Warpon-Set. Leider nichts drin gewesen, minus 12 Crit Damage und nichts. Dann haben wir minus 9 Crit Damage auf sehr gut gestatteten Warpon-Boots, leider auch nichts. Gar nichts, ein bisschen Angriffskraft, aber viel zu wenig. Minus 22 Crit Damage auf Mioran-Boots. Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es muss nur noch das richtige Set-Teil treffen und positiv sein. Das ist zu wenig. Und das ist nichts. Das ist auch nichts. Crit Damage plus 1, das ist leider schon wieder 12. Das gibt's ja gar nicht. War das nicht vorher fast genau das gleiche? Ich glaube schon. Ah, nee, da war. Nein, 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 da nehmen wir es nicht. Aber im Prinzip ähnlich. Leider auch nichts. Was haben wir hier unten? 4x Cast. Nein, danke. Int sowieso nicht. Ja, Angriffskraft plus 65 ist leider auch nicht wirklich was. Crit Damage plus 5. Crit Damage plus 1. Was man sagen muss, sehr oft Crit Damage. So oft Crit Damage haben wir eigentlich nie auf Boots. Sonst wird es natürlich auch viel Mioran und so ein Zeug dabei, aber trotzdem sehr, sehr viel Crit Damage. Hatten auch schon mal Folgen, da haben wir quasi kein einziges Mal Crit Damage gehabt. In plus 13. Ich weiß, sowas habe ich schon mal aufgehoben, aber ich weiß nicht. In plus 13 ist jetzt schon wenig. Was war das andere nochmal? Ah ja, 7. Oh ja, gut, okay. Wenn ich 7 Crit Damage aufhebe, dann muss ich auch 13 Ende aufheben. Na gut, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Wieder mit ein paar 15er-Set-Teilen. Naja, okay, ist noch gut. 12 Crit Damage, 4 Crit Rate, okay. Ich wollte mich schon wieder aufregen. Minus 15 Crit Damage, oh mein Gott. Schon wieder viermal Magiebeschleunigung auf einem Set-Teil. Das ist wirklich absolut nicht braucht. Und hier sind 22 STA und 20 ATK. Okay, das ist pretty random. Ja, puh. Ich heb's jetzt mal auf, aber... Ach, komm. Also, keiner kauft sich ein Aini-Set, geschweige denn ein Aini-Suit, wegen STA. Also, nee. Dafür kauft man sich wirklich kein Aini-Set. Ist vielleicht nicht schlecht. Let's go. Oh mein Gott. Halleluja. Sehr gut, 26 STR Warponhelm, da sage ich auf jeden Fall nicht nein, das ist mit das Beste, was wir bisher hatten. 11 ist jetzt aber wirklich zu wenig und dann nicht mal in einem Slot, 11 ist jetzt zu wenig. So, 11 Int, davon reden wir natürlich. 4 Boots nebeneinander, da will ich jetzt Fat Crit Damage sehen, wäre auf jedem Boot auch, auf jedem paar Boots auch in Ordnung. 4 Crit Damage, 3 Crit Damage, schade, auch keine MP-Werte oder nochmal checken, MP... Ich weiß, ich vernachlässige es immer, aber wie ich oft sage, das müssen schon ziemlich hohe Werte sein, dass da wirklich ein bisschen ein Wert zusammen zustande kommt und 11 Crit Damage, 12 Crit Damage ist natürlich auf Mioran drauf. War ja klar. Nothing. Dann haben wir STR minus 13, irgendwas, keine Ahnung, Rimmelfell mit irgendwie gar nichts, STR minus 17.
Int minus Angriffstempo. Das haben wir so oft. Einige Gauns mit Fett-Angriffstempo. Ich weiß nicht, wieso. Aber gut, jetzt kommen wir zu den 15er-Settern. Zumindest ein paar. Viele sind es jetzt nicht. Ein Geschwindigkeit. 6 Crit-Damage sogar, aber das ist viel zu wenig. Gar nichts eigentlich so wirklich. Minus 9 Crit-Damage, aber Kurus ist wirklich, wenn dann nur wegen MP. Hier ist sogar 7 Crit-Damage drauf und 2 Speed, aber kein Mensch trägt einen Kurus deswegen. Crit Damage. Und hier ist gar nichts drauf. Für also gar nichts Relevantes. Minus 6 Crit Rate. Ja, absolut gar nichts. Dann hier sind. Oh mein Gott, es wären über 30. Aber leider 3x10. Das sieht man auch selten. Aber ja, einmal minus. Also im Endeffekt wieder nichts fast. Oder halt auf jeden Fall nicht gut. Und hier mal Dex plus 23, 22. Also Dex plus 22. Also Dex auf dem Alex-Helm nicht wirklich, denn hier ist eigentlich gar nichts drauf. Battlesheet mal Just for Fun erweckt, ist leider auch nichts geworden. Battlesheet hatte den Vorteil, wenn man Level Down High benutzt, ist es für Level 1. Also wenn da mal heftig Speed oder so erweckt, wäre tatsächlich gar nicht mal so ungeil, weil es gibt ja eh kein Level 1 Shield, du musst ja Shield Level downen, um eins zu tragen. Um eins tragen zu können, das Level 1er. Also für so einen Farmchar nicht mal eine schlechte Option eigentlich. Nix, okay. Schade, es hat sehr gut angefangen, das zweite Inventar, muss man sagen. Ja, das war's dann aber auch. Aber 26 SDR Warpon-Helm dürfte mit einer der besten bis jetzt sein. Vor allem 25 in einem Slot, das sieht halt einfach schön aus. Und gut, hier ist ein bisschen unlucky, wenn es noch plus 1 Crit Damage oder sogar plus 5 oder so gewesen wäre, wäre es natürlich deutlich besser, aber 12 Crit Damage und 4 Crit Rate, da kann man auf jeden Fall jetzt eigentlich auch nicht wirklich was gegen sagen. Ist besser als das meiste, was wir so erwecken eigentlich, von dem her passt es schon. Jo, und herzlich willkommen zurück zu einer Folge, die bereits angefangen hat. Habe ich vergessen. Aber meint, das ist das dritte Inventar oder so. Der Klassiker. Naja, da liegt halt meistens etwas Zeit dazwischen, zwischen diesen Inventaren. Egal, auf jeden Fall, genau, wir machen weiter. Und haben wieder, ja, bunt gemischt zwischen 75, ein paar 100er Setteile, 105er, was auch immer. Bisschen gemischt, aber wie immer hauptsächlich 75er aus dem wunderschönen Dungeon Tramnuk, beziehungsweise Instanz. Genau, das eine Shield ist mal wieder nichts geworden, das war eh klar. 6 Cast auf Alex Counts, aber minus 250 MP, das würde ich jetzt mal sagen, ist nichts. Ein halbwegs gut gestatteter Helm, leider minus STR bei Vapon. Nochmal minus 400 MP. Race mit 1 Crit Damage, da ist einfach mal nichts drauf. Dann hier haben wir Crit Rate minus. 10 STR, das ist viel zu wenig. Oh, oh mein Gott, das tut weh. Das tut weh. Au. Ouch. Ouch, ouch, ouch. 41 STR Alex Tame, der wäre sick gewesen. Das wäre ein richtig schönes Item gewesen. Leider nicht beides positiv. Minus 11. Oh, lol, Moment mal, das. Okay, verkackt mal wieder. Kein Setter gewesen. Mein Fehler, minus 35 Int, was zum Teufel ist hier los? Das wäre auch ein richtig kranker Helm gewesen, der wäre safe 2 Milliarden wert gewesen oder Minimum 1,5 oder Minimum 1 Milliarde, sagen wir mal. Auf jeden Fall ein sehr schöner Helm wäre das gewesen, der hätte sehr viel Geld eingebracht, schade. Da ist einfach mal gar nichts drauf. Oh mein Gott, was ist das für ein Inventar, come on. Keep it going, aber bitte einmal positiv, einmal zum Verkaufen bitte positiv, 5 Speed, 5 Crit Damage, 6 Speed. Ja, das ist jetzt nicht so wirklich. Die 7 Speed Warpon Boots, die habe ich zwar für 5 Mio verkauft, aber das ist halt so. Ich glaube, da hat man einfach nur Glück, wenn man sowas wirklich losbekommt. Aber ich bin mir da auch nicht so sicher. Hier sind 600 HP und oh mein Gott, die kann man aufheben. Weil ich meine, was willst du bei Rimmoth Boots erwecken? Im Endeffekt nur Geschwindigkeit eigentlich. Und HP. Und 600 HP sind drauf, was sehr gut ist. Und 64 Def noch dazu. Also perfekt, dann haben wir hier Fett-Minus-Crit-Rate und Minus-Crit-Damage, we don't like that.
Zweimal Attack Speed, so oder so nutzlos. Dann nichts. Minus 19 SDA. Kann das auch einmal positiv sein, bitte, wenn da wirklich gute Werte drauf sind? Danke. Minus 17 Crit Damage. Oh mein Gott, was ist das schon wieder für ein Inventar, Alter? Das geht ja schon wieder richtig ab. Ja! 26 Int, wenigstens mal was. Let's go. Oh boy. Das ist ein Hammer-Inventar, Alter. Heftigste Erweckungen. Nochmal 16 Int und 8 STA. Nochmal Mioran. Oh mein Gott. Schade, ich habe leider keinen Mioran-Helm mehr. Der nächste wäre bestimmt noch besser geworden. Oh mein Gott, hier hätten wir über 200 ATK erweckt, was echt heftig ist. Leider 1 minus. Dann haben wir hier noch einen Vaporn-Helm, da ist leider nichts drauf. Ja gut, also wenn jetzt noch eine heftige Erweckung dabei ist, dann bin ich dann, weil da waren jetzt so viele gute Sachen dabei. Allein schon 17 Crit Damage sieht man so selten. Ja, schade. Ah, Moment, die Suit haben wir noch, oder? Genau, die haben wir noch nicht angeguckt, aber ist auch schlecht. Damn, aber was war das bitte für ein Inventar? Was waren das? 41 STA, 35 Int, 17 Crit Damage? What the hell? Sowas sehen wir sonst maximal in einer gesamten Folge mit 4 Inventaren, sieht man sowas vielleicht mal. Aber nicht in einem. Und dann haben wir neben diesen krassen Sachen, die Minus waren oder nicht alles Plus war, haben wir noch 26 Int, 16 Int und 8 STA. Gut, okay, das ist jetzt nicht so gut. Und noch relativ gute Rimmelf Boots, also eigentlich, das heißt relativ gut. Das einzige Positive, was da noch eigentlich fehlt, ist Geschwindigkeit. Geschwindigkeit plus 6 oder so. Dann wären es sehr gute Rimmelf Boots. So sind es halt nur gute, für einen Tank zumindest. Ja, für einen Full Support oder für einen... Ja gut, okay, kommt drauf an. Also für einen AOE-Tank ist es sehr schlecht. Für einen Dungeon-Tank perfekt. Kommt halt drauf an, was man spielt. Aber auf jeden Fall nicht schlecht. Und die beiden Mioran-Helme, die sind auch delicious. Einmal M, einmal F. I like it. I like it. I'm down. Nächste Folge kann kommen. Let's go. Nächstes Inventar mache ich natürlich. We are back with the last Inventory, my dear friends, and now we will speak German again. Genau, wir machen die letzten Set-Teile, also nach dem letzten Inventar muss ich sagen, sind meine Erwartungen jetzt nicht besonders hoch, weil, Alter, was war denn das? Das waren, glaube ich, die heftigsten Erweckungen des Monats. Deswegen gehen wir es jetzt mal ein bisschen langsamer an, aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn hier so ein kleines bisschen was bei rausspringen würde, so eine kleine, saftige, das nicht. Erweckung auf dem einen oder anderen Setteil. Mioran ist... Oh mein Gott, Mioran. Alter, was ist heute los? Minus 28 ist der. How is that even possible? Damn. Zum Glück nicht plus, sonst hätte ich mich, glaube ich, richtig geärgert. Wenn das ein Warpon oder ein Helm gewesen wäre, perfekter Slot. Okay, die Gauns sind nicht so gut, weil es dreimal leider ein Crit-Rate ist, aber alles plus und 80 ATK noch oben drauf. Die kann man auf jeden Fall mal aufheben. Kann man aber nicht über die sagen. Minus 20 STR auf dem Einihelm, leider auch nicht das Wahre. 100 ATK. Ja, okay, ist jetzt leider nicht, auch nicht so viel und ist halt leider Alex. Aber ich sag mal so, was will man auf Alex ganz sonst erwecken? Ich bin mir nicht sicher, ob sich Magiebeschleunigung auf den Skill von Billposter auswirkt. Wahrscheinlich schon. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er sich auswirkt, weil es ein Spell ist. Also sollte Magiebeschleunigung auch den AOE-Skill schneller machen, zumindest den Bildposter AOE-Skill. Aber trotzdem, ATK ist da wahrscheinlich mit das Beste, was man da so auf den Gaunts haben kann. Und ja gut, manche Leute spielen ja auch One-on-One mit Alex, bis man Ruddy hat, geht ja auch. Würde ich sogar empfehlen, weil der Set-Effekt von Alex zwar nicht der beste für One-on-One ist, aber ich meine, es gibt keinen anderen One-on-One-Effekt außer Ruddy und Talin. Also von dem her kann man auch mal ein AOE-Set 1v1 tragen, das machen viele Klassen so. Genau. Oh! Ist. Ach, schade. Oben ist minus Dex. Ich weiß nicht. Es sind zwar noch minus 6 Dex, aber. Es sieht halt einfach so negativ aus. Ja. Man muss da denken wie so ein Verkäufer. Es sieht halt einfach noch nicht viel aus. Auch wenn es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber Knight mit Minus Dex erweckt ist echt nicht so geil, muss man sagen. Also Minus Dex auf Knight ist schon eigentlich das Schlimmste, was man eigentlich erwecken kann, neben STR natürlich.
Weil da verliert man nur ja, Crit-Rate und im schlimmsten Fall sogar Attack-Speed. Aber da sollte man eigentlich 100 haben. 125 Int, okay. Nicht das, was ich mir erhofft hatte von den positiven Werten. 13 ST. Ah, no, meint, da ist noch Minus dabei. Leider nichts. Angriffskraft plus 50, aber nur ein. Ah, ne, sogar Minus-Crit-Rate. Das andere ist Cast, also nicht gut. Wieder Cast und Attack-Speed nicht gut. Ja, wobei Mist 15 Attack Speed Gauns hätte man fast mal aufheben können. Hätte mich interessiert, ob man die verkauft. Mist. Ja, war vielleicht ein Fehler, die hätte man wahrscheinlich losbekommen. Damn it. Aber egal, viel wären sie nicht wert gewesen. Ja, Int plus 3 Warpon Suit ist auf jeden Fall auch mal interessant. Ah, schade. Am Ende noch eine negative Erwägung, aber ein Explorer Helmet mit 4 und. Nein, Spaß, mit 21 STA und 1 STR. Not bad. Andersrum wäre es natürlich besser, wenn das 21 STR wären, logischerweise. Aber hey, ich glaube, das ist das erste 15er Set, halt, das legit gut erweckt ist. Also halt nicht nur positiv oder so, sondern halt wirklich gut. Aber leider auch das einzige. Was haben wir hier? Chorus Gauntlet mit Minus. Also, beziehungsweise ja, alles Minus, was wichtig wäre. Cast eben. Und hier ist nur minimales Plus. Und hier haben wir Explorer Gauns mit im Endeffekt gar nichts. Gut, dann Geschwindigkeit wäre hier so das Hauptaugenmerk. Nehmen natürlich obviously Damage, aber da ist nichts drauf. Alright, das heißt, wir haben drei Stück aufgehoben, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Vier, never mind. Ah ja, stimmt, genau, den Warpon-Helm habe ich ja noch. Also die Gauns sind okay. Die sind eigentlich relativ gut. Weil noch Crit-Rate dabei ist, auch wenn es nur 3% sind. Der Helm nicht so gut und der Helm leider das Falsche, aber vom Prinzip her eigentlich alles okay Sachen, ja. Also es ist nichts Krasses, aber heute war ein guter Tag. Also heute hätte ich alle vier Setteile, alle vier Inventare erwecken sollen, glaube ich. Da wäre wahrscheinlich noch was richtig Heftiges gekommen, aber ich habe leider keine Setteile mehr. Und die Folge ist schon voll. Genau, deswegen würde ich auch sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich über ein Like und einen Kommentar freuen, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's kurz rein. Ciao, ciao.